Das ist die Natter. Sie wohnt hier zufällig. Da bieten ich hab hier sich eher gewohnt als du. Das ist richtig. Jetzt redest du laut, das ist so schön. Nein, ich möchte dich ja nicht ärgern. Ah. Jetzt bin ich müde. Und ich hab Hunger. Oh. Und jetzt? Jetzt muss doch... Yay, wir haben was ge... kalt! Ich meine, ich kann dich bestimmt hochspringen, aber... Ja, das war der... Das ist ein schönes Easter. Danke, Rich. Can you not buy Rose crazy space monkey, please? She was the one who picked him out. Yeah. Hey. You paid for him. Du musst das bitte immer zwischen Kassi. Ich mache auch immer so Furzgeräusche dabei. You would be if someone threatened to hurt Rose. No, we're not hurting Rose. I mean, we just need her tears. So lustig ist es auch nicht. Wir müssen jetzt noch gestorben. Du wolltest noch überfahren, ne? Ich wollte noch überfahren. Hi. Da ist die Natter. Und so sieht's aus, wenn man ihr in die Nase piekst. Ich wollte es nur noch eindeutiger machen. Au! Gut. Da lief gerade was auf den Tisch. Jetzt nicht mehr. Nicht lang schnacken, Spiel in den Nacken oder das ist gut. Ja gut, du meinst quasi das, was das hier oben auch ist, aber in größer. Ey, was mach ich denn für eine Scheiße hier? Das gibt's doch einfach nicht. Wenn man da drauf drückt, dann klingt's auch so. Vielleicht werde ich irgendwann eines Tages irgendwann mal angerufen und irgendjemand, den ich überhaupt nicht reden will, kommt dann da an und will irgendwas von mir und lässt nicht los. Und dann kann ich so tun, als ob ich jemand anders wäre. Ja, nee, mein Kind, da haben sie sich verwählt. Nee, der wohnt hier schon seit langem nicht mehr. Nee, aber Stichwort seit langem nicht mehr, das erinnert mich an meinen Udo damals. Ach, mein Udo. Was wir alles durchgemacht haben, ja, das ist ja schon eine Weile her. Er war immer so gut zu mir. Und er war ein heißer Liebhaber. Meine Güte. Ja, das ist... Zumindest der Teil funktioniert. Knöpfe drücken ist anstrengend. So. Plötzlich klingt es, als ob ich irgendein Anime vertonen wollte. Ja, man weiß nicht. Oder es klingt, als ob ich mir morgens ein Brot schmieren würde. Wenn die Butter ein bisschen hart ist. Könnte auch sein, ne? 24 cm. Das ist schon... Für mich wäre das... Warte mal. Wow, dann bin ich fast lebensgroß. Wenn hier die 24 ist, dann bin ich tatsächlich fast lebensgroß. Das würde mich irritieren. Was seid denn ihr für ein hilfreicher Chat? Meine Güte. So ein Quatsch. Toll. Wofür habe ich euch denn? Nur damit ihr diesen Kanal abonniert? Vielleicht. Wann sie einziehen. Dabei spielen auch äußere Faktoren eine Rolle. Ah. Auf höherwertigen Zonen können später Wolkenkratzer gigantischen Ausmaßes entstehen. Aber das benötigt Zeit. Zeit, die du links oben im Menü schneller ablaufen lassen kannst. Ich glaube, das ist gerade nicht möglich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Bau durchs Tutorial gerade nicht möglich ist. Waren die Sachen jetzt da? Nee, waren sie nicht. Waren die Sachen da? Nee, auch nicht. Vielleicht waren die Sachen ja doch da. Ich guck nochmal nach. Ja, das ist auch keine Kiste, Mist. Ach, da liegt... Nee, da ist auch nur Boden. Aber da ist auch nur Boden. Vielen Dank für den Resub. Vielen Dank, wie lieb von dir. Finde die MRTs nett, wo eine nette Stimme sagt, wie lange der nächste Abschnitt dauert. Jetzt stelle ich mir die Lotti aus Deponia vor. Nächster Abschnitt. 3 Minuten. Und dann wird's so richtig laut. Pff.
Und dann wollen wir uns ganz lieb entspannen. Nächster, bitte! Hätte was, ne? Hätte was. Nächster, bitte! Aber ich kann... Kann ich sie treten? Kann ich. Bin einfach zu natt dahin, hab gesagt, dich nehme ich mit. Dann hat sie gesagt, okay. Und so... So haben wir zusammengefunden. Ja, leicht anders war es dann doch noch, aber es ist egal. Der 14.20.2022. Ein Valentinstag, wie er... Ich habe das Licht noch nicht angemacht. Das ist mein Geschenk an euch. Nee. Machen wir das live. Moment. Das bin ich denn für Trottel? Das war noch nicht passiert. Nicht in der Intensität. So. Take two, hallo. Bekehrter Grüter. Huch. Was für eine Vergeudung von Menschenleben. Entschuldigung. Oh, schön, das tut weh, was? Ich war ein bisschen zu schnell. Es war nicht meine Absicht. Ja, hallo, ja, wer ist denn da eigentlich? Ja, wir sind hier bei der Stadt und so. Warum rufen Sie denn an? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auf die Taste da drauf gekommen. Ich wollte eigentlich nur mein Telefon mal mit einem feuchten Lappen hier sauber machen und jetzt habe ich bei Ihnen angerufen. Okay. Ja, aber wenn wir schon hier sind, dann können wir auch noch mal ein bisschen reden. Ja, haben Sie irgendwas Bestimmtes? Ja, nee. Auch meine Enkelin, ne? Die hat ja letzten leckeren Kuchen gemacht. Haben Sie da vielleicht das Rezept dafür? Na, ich kenne ihre Enkelin nicht. Na, aber Sie haben doch bestimmt auch Großeltern. Was haben Sie denen dann so mitgebracht zuletzt? So stelle ich mir das gerade mal vor. Ach, das stimmt, das ist Wien, ne? Auch Wien. Ich kann kein Wienerisch. Wenn ich das jetzt versuche, kommt nur Schweizer Gedöns bei raus. Es war beeindruckend, dich spielen zu hören. Gäste, Sie haben Ihren Orden nicht trauen können. Ich lass es mal sein. Ich verlängere mal kurz den Ausschnitt. Dr. Rahm, plastischer Chirurg. Der Stamm wird angegriffen. That's what she said. So. Wir betrachten das mal ganz kurz. Keine schlechte Zeichnung. Keine schlechte Zeichnung. Warte. Hä? Wo ist es? So. Ich trage Jeans, ja. Oh, diese Sportlichkeit um die Uhrzeit. Boah. Ich werde angegriffen. Ich kann euch das mal ohne Effekte zeigen. Das ist total gut. Machen wir es einmal mit. Böse, böse Gitarren. Nicht sehr böse. Nicht sehr böse. Erstmal wieder lustig. Ja. Ich habe eine Eule verschluckt, die sagt, ich gähne nicht. Es ist die Eule, die aus mir spricht. Das ist halt das Ding, ne? Man muss ja nicht immer schnell laufen. Man kann ja... Das ist mir lange nicht mehr passiert. Kleinen Moment. Ich kann übrigens keine Affen malen. Was sind das, Affen? Nein. Ich weiß nicht mehr, was das sein könnte. Die Füße sehen aus wie die Hände. Das geht nur bei Affen. So, FIFA 22. Ich werde drüber nachdenken. Mir war es mal ein Milchshake und ich dann
Das saugt man dann und dann kommt das weiße Zeug raus. Mir fällt das Wort gar nicht ein. Ja. Das Ding, was die ganzen Boys to the yard bringt. I may check pinks on the boy to the yard and they're like it's better than you. Und dann tanzt du doch mal spontan. La 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 la. Bumble up. Ja. Sag mal so, ich kenne mich mit Spitzensteuersätzen jetzt nicht so aus. Abonniert diesen Kanal. Die guten alten Hundeaugen. Oh, Mutti, gib mir keine Scheibe Wurst ab. Ja, hat viel Schönes. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Coolio. Vielleicht sollte ich immer in Schwarz-Weiß streamen. Sizilien, das ist dann eher so, wenn es um den Schützenverein und sowas geht, ne? Wenn man dann erstmal so 4 Bier ungefähr drin hat und dann fängt man an, auf irgendwelche Sachen zu schießen. Und dann sagt man dem anderen, hey, sie treffen echt gut. Sizilien ja so richtig schön mit ihrem Gewehr. No, und dann ist klar, okay. Ja. War jetzt gar nicht so lustig. Ey. Ich komme aus der Vergangenheit zu euch. Leicht verschoben, ne? Nice, diese Effekte. Oh, der Stuhl ist ein bisschen irritiert. Das sagt mein Arzt auch ständig. wie hübsch. Keine Ahnung, was es ist. Ist klar, dass jetzt hier noch keine fröhlichen Sachen mehr kommen. Es kommen überall die neuesten News-Meldungen. Selbst auf Kinderkanal. Wahrscheinlich ist dann irgendwie... Samson erzählt dann, was gerade so aktuell die Todeszahlen sind. Und dann, liebe Kinder, starben da ganz viele Leute. Wisst ihr, wie viele Finger ihr an einer Hand habt? Wenn ihr jetzt noch 1000 Freunde habt, dann könnt ihr so hoch zählen. Uiuiui. So viele Tote. Oder, Burnout Paradise wäre doch ein super Name für irgendeine Klinik, wo man dann wieder gefixt werden soll. Hier ist ein ganzes Paradies. Oh Gott. Oh Gott. No. Warum gibt es da kein Schadensmodell? Ja, die Musik ist ja äußerst passend gerade. Och nö, oder? Hey, das ist noch so ein Ding. Noch so ein Anbetstängel. Das klingt komplett falsch. Ah, das ist ein Anbetstängel. Davor kniet man nieder und dann passiert ein Wunder. Ist das? Ne, wenn dann plötzlich rumgemeckert wird von wegen, haben sie gemerkt, ne? Die hängen nur noch alle an ihren Smartphones. Ne, wo man sich dann denkt, ja, alter Mann. Was ist passiert? Was? Vielen, vielen Dank. Das ist äußerst großzügig. Dann kann ich den Stream eigentlich ja schon ausmachen, ne? Hab ich meinen Soll für heute erfüllt? Ist gut. Reicht. Ja, war schön mit euch, ne? Bedankt euch bei Meni. Tschüss. Was wollt ihr denn haben? Wir wollen endlich was ganz, ganz Tolles. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Für jeden eins. Ihr kriegt jetzt 2 Ohrfeigen, wenn das so weitergeht. Meine Güte. Das wäre nicht ganz toll, aber es reicht für beide. Jetzt haben wir ihn aggressiv gemacht. Ja. Oh no. Nein! Hör auf, mein Männchen lassen zu malen. Was ist zensiert an der Stelle? Ist die Steckdose? Ja. Ich bin jetzt nicht zu einer Quasselstrippe geworden durch die ganzen Streams und Co., aber zumindest ist erheblich mehr geworden. Quasselstrippe.
Wie wär's mit. Wie wär's mit quasi Striptease? Ach, übrigens, damals, da habe ich ja nochmal. Ach, das werden die Jüngeren noch gar nicht wissen. Damals im Zweiten Weltkrieg. Oh, das erinnert mich an die eine Geschichte mit Heinz. Hätte was. Jetzt zähl dich aus! Na, immer mit der Ruhe hier, junger Mann. Auf die Existenz von Bußgeldern mit Säumniszuschlag in Zusammenhang mit den. Ich kann so nicht arbeiten. Ich bin Anwältin. Na, guck mal. Welchen Film suche ich? Genau, Face Off. Und damit es halt noch möglichst frisch ist. Aber. Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Ha. Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ich glaube, das soll nicht so, oder? Ich verstehe. So ist das Leben manchmal. Manchmal ist das Leben pünktlich aus. Ha, ich bin jetzt 75. Krack, tot. Ja, Mann, hast du nicht auch Bock, mit mir einen Kaffee zu trinken? Ah, ich sehe schon. Ah, du hast einen Mund, der ist sowohl zum Kaffee trinken als auch zum wild rumknutschen geeignet. Scheiße. Ich bin das eine gute Frage. Warum lebt er noch? Ah, ups. Ich dachte, die sind auf unserer Seite. Klappt super. Pinker Stift. Du wirst uns fehlen. Ich sagte dir noch eins. Hey du, pinker Stift. Dass du mir nicht mein Papier versiffst. Aber er hat nicht gehört. Das war eine riesige Sauerei. Und jetzt ist er tot. Wir werden alle draufgehen. Früher oder später. Geben wir alle den Löffel ab. Ich habe ja keinen Löffel hier. Es ist schon lange passiert. Kind, pass mit deinem Stiel auf. Pass auf, wo du deinen Stiel alles reinsteckst. Ja, Oma, ist ja gut. Hast du dich nie gefragt, wie deine Mutter entstanden ist? Oma? Jetzt hör doch mal auf. Nein, meine Oma ist total nett. Und hoffentlich guckt sie nicht meine Streams. So. Ich mag blöd guckende Sachen. Deswegen mag ich die Netter. In diese kleinen Miniatur aufziehe, so. Diese kleinen. Ich glaube, ihr wisst, wie ein Schirm funktioniert. Rahm könnte auch halbnackt in der Badewanne streamen. Vielleicht mache ich das gerade. Vielleicht mache ich das. Ne? Vielleicht ist das hier das Badezimmer und unter mir ist eine Badewanne. Warte. Wasser plätschern. Wasser plätschern. Eigentlich wollte ich was trinken. Das Geräusch, wie sich eine Sonnenblume zur Sonne neigt, ist. Müssen wir früh morgens aufstehen, dann hört ihr das. Sonne kommt raus. Wenn eine ganze Wiese voll Sonnenblumen ist, dann klingt es entsprechend, als ob da mehr Blumen gleichzeitig wären. Das ist eine Tante. Das ist ja wunderschön. So kann man es auch ausdrücken. Ich kaufe mir heute einen Föhn. Das ist ja wunderschön. Finde ich auch. So. Ja, ich bin ein Hotspot. Ja, benutzt mich, drück mich ganz hart. Jetzt stelle ich mir gerade so eine Szene vor, wo jemand sich über ein Brot beugt und mit so einer Herzdruckmassage macht und dann sagt, du schimmelst mir nicht weg. Ah, direkt ist das Kind auch weg. Hä? Warum wird das Kind nicht mehr angezeigt? Weil ich jetzt hier durch darf, oder was? Also gut, Gefreiter. Hä? Wir wollen niemandem etwas tun. Was ist denn da los? Haben die sich da gerade rüber teleportiert? Das ist ja knuffig. Hey, das. Ich fühle mich gerade sehr repräsentiert hier. Die Art zu essen. Und auch, was dann am Ende damit mir passiert. Warum auch. Also falls eure Oma mal so komische lilane Risse kriegt, die leuchten, dann seid doch bitte vorsichtig. Vielleicht solltet ihr da nicht so viel auf sie draufhauen. Das funktioniert so nicht.
ich probiere es trotzdem. Löschen. Ja, möchte ich löschen. So. Es gibt genug Leute, die ich in angezogen hübscher finde als ohne. Boah, ich muss... Was ich sagen wollte, ich muss, glaube ich, niesen. Hier. Wie heißt das Gedöns? Pflanzen. Die Nachbarn sind reihenweise in Ohnmacht gefallen, weil ich meinen Booty intensiv da rumgeschakt habe. Ja, Herr Nachbar, mach noch mehr Kompost. Ja. Oha. Ein zufälliger Artikel. Über... Soll ich das alles vorlesen, oder? Der Zufall hat entschieden. Und nebenher wird gefeiert. Lalala. Das ist doch schön. Hey, yo, das Haus brennt. Hey, yo, hurra. Oh Gott, das ist viel des Guten. Ich glaube, ich habe so ein bisschen übertrieben. Aber... Also 100% furchtbar finde ich es auch nicht. Ich finde es gerade mal faszinierend, dass es so einfach und schnell funktioniert hat. Das ist die kleine Tina. Tina wird seit langer Zeit vermisst. Da haben wir... Was? War das schon... Ich habe schon auf Zufall geklickt, oder? Roland der Furzer. Nice. Roland der Furzer oder Baldwin der Furzer war ein Kunstfurzer im mittelalterlichen England. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Hier drauf klettern kann ich glaube ich nicht, oder? Doch, kann ich. Nice. Riesige in der Errungenschaft. Schön. Sehr gut. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Die Nase. Juck, juck. Die Nase. Juck, juck, juck. Es knistert. Da oben im Gebälk. Ich bin bereit, zur Marine Nein, zu gehen. Das, ich bin bereit, mariniert zu werden. Ja. Habe ich schon ausgezogen. Jetzt lege ich mich in Öl. Hier, guck mal, hier ist die Ausfahrt nach Bielefeld. Super. Wie wär's, wenn du deinen Thunfischbagel an die Garderobe hängst? I don't think so. Und wofür ist der Haken? Ja, der ist für unsere Bagels. Da hängen wir immer unser Essen dran. Kann ich da auch ein Croissant drauf hängen? Nein, nein, dafür haben wir doch unsere Croissant-Schublade. Ist doch wohl logisch. Was? Wie unzivilisiert. Das geht, ja. Deaktivieren. Moment, ich krieg den Gesichtsausdruck nicht mehr hin. Ich wollte gerade einen fließenden Übergang machen von Standbild zu Real Life Enactment. Reenactment. Und von meiner Fahrweise. Au! Stimmt! England hat Linksverkehr. Fällt mir gerade mal wieder auf. Ich fahre die ganze Zeit auf der rechten Seite. Juhu. Sag mal, irgendwann geht mir mein eigener Sound doch sehr auf den Zeiger. Muss ich mal anmerken. Ja, juhu. Na, juhu. Ja, selber. So. Reißverschluss bis nach unten. Falls man es mal eilig hat. Zip! Das
passt. Was steht da? Na, aber hallo, hier gucken noch Kinder zu. Oh Gott. okay, das war nicht unbedingt so geplant. Sagen wir es mal so. Liebe Kinder, das ist also, habt ihr euch mal gefragt, wie Bobby Cars eigentlich entstehen? Jetzt wisst ihr es. Oh nein, oh, die Kinder im Ort müssen echt furchtbar sein. Wahrscheinlich alles so richtige Arschlochkinder. Dass sie so weit vom Dorf schon vor den Kindern waren. Das ist, boah. Ist das meine Höhe? Oh Gott. Das war jetzt nicht so überzeugend, muss ich sagen. Es hat Schokoladenform, ne? Es hat aber nicht die Konsistenz von Schokolade. Oh Gott, das muss alles in den Kühlschrank. Tada! Muss ich auch umdrehen. Mehr kann man bei dir nicht rechnen, das geht nicht. Ich kann das nicht mal. Ich muss anders umdrehen. Nein, man muss einfach nur noch weiter umdrehen. Ja, aber dann sehe ich ja nichts. Nein, du siehst aber auch nichts. Gar nicht mal so. Also, ist okay. Aber. Wir müssen dafür noch ungefähr einen Meter länger werden. Damit du ordentlich headbanden kannst. Das fühlt sich komisch an. Hui! Boing! Ferr! Brrr! Bon! Pff! Da Quo Sanctus Libri Abscondo Maescientia. Was steht da genau? Du schuldest mir noch 5 Mark vom letzten Brötchen holen? Wahrscheinlich, ne? Ich kann das Ding endlich mal herstellen. Wow, das will ich Ja, ich sollte es unbedingt wegschmeißen. Mhm, genau, das war der Plan. Exakt das. Ja, genau. Nein, ich wollte es nur herstellen. Ich wollte es nicht behalten. Ist kein Problem. Nö, ist schon okay. Ist halt immer nur so ein riesiges, dickes, Die Geschwindigkeit hätte da null für ausgereicht. Das sah jetzt nicht sehr, sehr glaubwürdig aus. Abonniert diesen Kanal.